Tornado. 32 Counts, 4 Saiten, ein Restart und abhängig von der Musikversion, die ihr von dem Song habt, sind es entweder 2 Brücken. Es kann auch sein, dass wenn eure Version länger ist, dass ihr eventuell 3 habt. Aber 2 sind auf jeden Fall bei jeder Version vorhanden. Die Schritte. Wir starten mit dem rechten Fuß. Toe, Heel, absetzen. Toe, Heel, absetzen. Das kennen wir ja schon aus verschiedenen Tänzen. Ein Rocking Chair mit dem rechten Fuß. Das heißt also Rock und Back. Und jetzt ein Step, Turn, Step mit dem rechten Fuß über die linke Schulter. Step, Turn, Step. Dasselbe wie vom Anfang. Wieder einen Toe, Heel, abstellen. Toe, Heel, abstellen. Wieder ein Rocking Chair, diesmal mit links. Rock und Back. Wieder Gewicht auf rechts. Und diesmal einen Step, Turn, Cross mit einer Vierteldrehung. Über die rechte Schulter, Step, Turn, Cross. Einen Chassé mit dem rechten Fuß zur rechten Seite. Chassé zur Seite. Jetzt nicht wie gewohnt einen Backrock, sondern einen Rocking Chair. Das heißt also wieder Rock und Back. Wieder Gewicht zurück auf rechts. Einen Step, Turn, Step mit linken Fuß über rechte Schulter. Step, Turn, Step. Und nochmal einen Step, Turn, Step. Wieder halbe Drehung, diesmal mit dem rechten Fuß über die linke Schulter. Step, Turn, Step. Zwei Step-Block-Steps nach vorne, beginnen mit links. Step-Block-Step, Brush, Step-Block-Step. Und man kann wieder mit dem Brush in die nächste Position gehen. Einen Mambo-Step mit links. Mambo-Step. Und zum Schluss setzt ihr mit dem rechten Fuß ab und geht mit dem Heel, also sprich mit der Hacke, nach oben. Dabei könnt ihr entweder nur mit einer nach oben gehen, wenn euch das angenehmer ist, oder ihr nehmt beide Hacken kurz nach oben. Die Brücke nachher besteht daraus, dass ihr genau diese Passage mehrfach macht. Das heißt, ihr macht nicht nur einmal dieses, sondern geht mit dem linken Fuß wieder zurück, nehmt die Heels hoch und noch einmal mit dem rechten Fuß zurück und wieder die Heels hoch. Das heißt also insgesamt dreimal Back und Heel nach oben. Das ist die Brücke. Das ist sowohl bei der Seite 3 als auch bei der Seite 5 so. Das ist also dieselbe Brücke, kann man sich gut merken.